Matthias, der erzählt uns noch was von den Urlaubswelten. Also falls Wandern nicht so, dann gerne. Können wir auch woanders hin, oder was? Genau. Dann geht mal los, was sonst noch. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ne? Also, Gala-Vorstelle von Astro mal wieder. Ja. Da starte ich jetzt mit den Select-Hotels. Hier unterscheiden wir bei Jahren die Jahrenreisen Select und die Jahrenreisen Select Finest. Falls ihr euch nicht denken könnt, und der Jochen vielleicht auch nicht, was dahinter steckt, erkläre ich es euch natürlich nochmal kurz. Handverlesen mit einem exklusiven Standard, das sind unsere Select-Hotels. Und davon sozusagen nochmal die Crème de la Crème, einfach einzigartig. Das sind unsere Select Finest-Häuser. 5 Sterne bekommen unsere Gäste natürlich in beiden Jahrenauswählungen geboten. Eine Vielzahl der Hotels ist Mitglied bei den Leading Hotels of the World. Alle Hotels liegen optimal und haben, wie soll ich sagen, absolut jeden Schnickschnack. Ja, ab dem nächsten Sommer bieten wir 37 neue Select und 20 neue Select Fine Hotels an. Ein Großteil der Hotels wieder auf der Fernstrecke. Aber bevor ich hier zu viel erzähle, schaut es euch einfach morgen auf der Reisemesse oder im Katalog genauer an. Jetzt hast du natürlich die Luxusdomizile schon angesprochen, das hört sich alles sehr schick an, aber ich denke mir, ihr habt wahrscheinlich auch was für die anderen Zielgruppen. Klar, ja, deshalb gibt es die Jahrenurlaubswelten und da gibt es natürlich auch ganz viele andere Sachen. Da wären zum einen die besonderen Adressen. Für Leute, die was Charmantes, Landestypisches und auch mal was Kleineres suchen, gibt es als individuelle Highlights 33 neue besondere Adressen bei Jahren. Insgesamt bieten wir im nächsten Jahr fast 150 besondere Adressen an. Oder für Leute, die einfach mal die Seele baumeln lassen wollen und sich in einem unserer Wellness-Oasen buchen. Tolle Sachen gibt es da, zum Beispiel auf Zypern im Columbia Beach Resort. Dort erwarten unsere Gäste ein 1000 Quadratmeter großes Spa-Bereich mit Wellness-Dusche, Whirlpools und einer Vielzahl von Wellness-Paketen, die natürlich auch schon vorab bei euch im Reisebüro buchbar sind. Und das wäre ja vielleicht auch was für Astrid und dich, oder? So ein bisschen intimer, ne? Dann kommen nachher keine großen oder kleinen ohne Verstiegung. Ja. Ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Warum nicht? Warum nicht, ne? Da wir gerade schon wieder mit absprechen, Jochen, du würdest mit Sicherheit nicht nur die Astrid interessieren hier im Publikum, ob du Frau und Kinder hast. Kinder nicht, Frau, jetzt ja, seit einer Minute. Jetzt in Übergang hin. Ja, ich hab auch keine Kinder und trotzdem bin ich von den Angeboten der Realfamilienwelt nicht begeistert. 39 Familienwelten sind es im kommenden Sommer insgesamt. 14 davon haben wir ganz neu im Programm aufgenommen. Unsere Familienwelten richten sich vor allem an anspruchsvolle Familien, die Wert auf ein breit gefächertes Unterhaltungsprogramm und eine exzellente Kinderbetreuung legen. Da würden die Kids dann wohl zu sagen total abgefahren oder vielleicht einfach nur voll cool. Würden das die Kids tatsächlich sagen? Ich meine, ich weiß es nicht, es ist immer schwierig, wenn Erwachsene anfangen, Jugendliche zu reden. Meine Mutter immer damals, ne, voll cool, ich so. Aber gut, abgefahren finde ich, trifft es ganz gut, denn der nächste Kollege, der hat, glaube ich,